Aufrunden bitte. Guido Kanz macht Kasse. Für die Aktion Woche des Aufrundens von Deutschland rundet auf, sammelt Kanz Centbeiträge für den guten Zweck. Und Sie haben schon mal aufgerundet? Immer. Sie runden immer auf? Immer. Perfekt. Denn beim Thema Kinderarmut in Deutschland hört für den Moderator und Comedian der Spaß auf. Jedes fünfte Kind ist im reichen Deutschland von Armut betroffen. Für Guido Kanz ist das unerträglich. Kinderarmut in Deutschland geht überhaupt nicht. 2,5 Millionen Kinder in Deutschland sind unter der Armutsgrenze und da muss man was machen, ganz klar. Kanz steht mit seiner Empörung nicht alleine da. Die Woche des Aufrundens Anfang Juni, sie ist mittlerweile Deutschlands größte Prominentenaktion gegen Kinderarmut. Sven Hannawald, Cassie Hummels, Hansi Müller, Magdalena Breschka oder Wolfgang Stump, bereits über 120 Stars aus Medien, Sport und Politik haben sich ehrenamtlich an Kassen gesetzt und Menschen zum Aufrunden mobilisiert. Macht 9,86 Euro. Wollen Sie aufrunden? 4 Cent? Ja, einmal aufrunden bitte. Super! Wunderbar! Würden Sie denn aufrunden heute? Ja, einmal aufrunden bitte. Dankeschön. Über 111 Millionen Menschen haben bisher schon aufgerundet, um maximal 10 Cent. In 4 Jahren wurden so über 5,3 Millionen Euro gespendet. Wertvolle Cents, die Deutschland rundet auf zu 100% nutzt, um bereits über 51.000 armen Kindern in Deutschland eine Chance zu geben. Zum Beispiel Kindern aus dem aktuellen Förderprojekt Bund kickt gut. Begeisterung bei Groß und Klein. Ihr Spiel für Bund kickt gut und jeder rundet auf. Das Geld, was in der Aktion durch Prominente und durch die Einrichtungen, die sich hier mit integrieren, eingesammelt wird, federt dieses Problem mit ab, dass die Kinder, die in Armut leben, schlechtere Bildungschancen haben. Von der sozialen Einstellung her ist es schon wichtig, dass die sozial Bessergestellten den Schwächeren in irgendeiner Form helfen. Das ist das Tolle. 100% der Spenden werden weitergegeben und kommen genau dahin, wo die soziale Not am größten ist. Ja, ich finde den super, den Mechanismus, weil eben jeder mit wenig Cent Großes leisten kann. Und das ist dann wie eine Kettenreaktion. Also das ganze Jahr über ist das. Und wenn das eine macht, macht es der nächste. Und dann kommt dann das Geld dann für die Kinder zusammen. Und die Idee ist mega. Und es ist wirklich in den letzten Jahren so viel Geld zusammengekommen. Aber es könnte noch viel mehr sein. Mit wenig Cent viel bewirken. Einmal aufrunden, bitte.